Danke für die Einführung. Alle pünktlich gekommen. Sehr gut. Ich habe mir schon gedacht oder ich habe gehofft, dass es ein interessanter Vortrag sein wird. Und ich denke, man sieht es schon ein bisschen das Interesse an, dass es fast keine leeren Plätze mehr gibt. Ja, nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Agile Testing in the Large. Ich bin seit 5 Jahren Freiberufler, spezialisiert auf Software Qualitätssicherung, dort speziell eben Themen Performance-Testing, funktionales Testing, aber auch exploratives Testen, also manuelles Testen. Ich hatte in diesen Jahren eben Kunden im Bereich Telekommunikation, Banken und Logistik. Zunächst mal ein Überblick, worum es in dem Vortrag überhaupt geht. Also Agil hat einfach starke Anforderungen an Testautomation. Das bedeutet aber nicht, dass man die Methoden, die ich heute vorstelle, nicht auch in einem Wasserfallprojekt einsetzen könnte. Ich jedoch versuche mich aus dieser Diskussion Wasserfall gegen Agil und diesen ganzen Themen, soweit es eben geht, rauszuhalten. Dennoch hat natürlich Testautomation oder Continuous Integration, worum es hier auch viel geht in dem Vortrag, sehr viel mit Prozessen und Entwicklungsabläufen zu tun und daher zwangsläufig auch Auswirkungen auf diese ganzen Themen. Wie schon gesagt, es geht um Web-Applikationen und ich sage jetzt mal, die Mehrheit der Test-Tools heute haben auch Probleme, die modernen Web-Applikationen, sprich Ajax-Technologien, gut zu unterstützen. In dem Vortrag heute geht es also nicht darum, kleine Python-Skripten mit 20, 50 Zeilen zu testen, sondern hier geht es wirklich um Projekte und deswegen hatte ich den Titel eben auch aufgenommen, Agile Testing in a Large. Also da geht es um Projekte, die vielleicht 100 Mannjahre oder größer sind, 5 Entwickler mit dabei sind, die auch regelmäßig Änderungen committen, also nicht um ein kleines, halbtotes Projekt im Maintenance-Modus. Der Fokus heute ist darauf, wie komme ich überhaupt dorthin und der Fokus ist nicht auf Tools. Also wenn ihr die Hoffnung habt, dass ihr hier eine Einführung in eines der Tools bekommt, dann seid ihr leider falsch. Also es geht wirklich um meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, denke ich, kann ich wertvolle Impulse geben eben, im Rahmen von so einem Talk. Oder ich hatte eben dieses als Tutorial vorbereitet. Wir hatten eben am Montag 3 Stunden Zeit, um durch dieses ganze Thema durchzugehen. Es war immer noch relativ knapp, also man hätte locker einen ganzen Tag daraus machen können. Und ich habe das Ganze jetzt nochmal zusammengedampft, um einfach sozusagen die Essenz rauszuziehen, was ich denke, was wichtig ist, wenn man sich im größeren Stil mit Testautomation beschäftigen möchte. Natürlich mussten dazu die ganzen Beispiele und Demos aus dem Vortrag verschwinden, damit es eben in diese 20, 25 Minuten vielleicht reinpasst. Ihr könnt aber dennoch auf meiner GitHub-Seite entsprechend die Demos und Tutorials finden und die eben nutzen für Selbststudium oder auch vielleicht um ein kleines Projekt zu starten damit. Ich hoffe dennoch, das Wesentliche aus meinem Talk oder aus dem Tutorial, was ich vorbereite, kommt jetzt hier in der Veranstaltung auch rüber und ihr könnt für eure Projekte was Brauchbares mitnehmen. Zunächst mal, worum geht es eigentlich bei Continuous Integration? Wir haben einmal das Source Code Repository, in dem die Entwickler ihre Änderungen einchecken, regelmäßig hoffentlich. Und die Sachen funktionieren auch, zumindest soweit hoffentlich, dass man daraus ein Artefakt bauen kann. Also für jemanden, für den es wichtig sein sollte, für Python muss man ja nicht kompilieren, zumindest nicht in allen Fällen. Es gibt auch Plattformen, wo man Python-Code kompiliert. Dann ist der nächste Schritt oder der nächste wichtige Aspekt bei Continuous Integration ist das Deployment. Also dieses Artefakt, was ich gebaut habe im ersten Schritt, möchte ich eben auf einer Testumgebung oder später dann auch auf der Zielumgebung deployen. Und das Ganze möchte ich natürlich alles auch automatisiert haben und damit qualitätsgesichert und wiederholbar. Der nächste Aspekt, ich möchte dann auf der Testumgebung mit Testautomationstools dieses Artefakt testen. Und eben während der ganzen Geschichte möchte ich natürlich über Prozessqualität und Softwarequalität Reports bekommen und entsprechende Metriken anwenden.
Continuous Integration ist nicht ein Thema, was ich jetzt so als Big Bang einführen kann. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, ich habe das Tool und wir rollen das jetzt sofort aus, sondern es hat eben sehr starke Beeinflussung der Entwicklungsprozesse, bringt es mit sich. Und darum muss man eben, zumindest meiner Meinung nach, in Continuous Integration schrittweise einführen. Es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, die ich erstmal erfüllen muss als Projekt. Ich brauche erstmal ein Source Code Repository. Wenn ich kein Repository benutze, und ich bin immer wieder überrascht, aber es gibt anscheinend sehr viele, ich denke auch im Forschungsbereich, immer wieder Projekte, über die man, denen man begegnet, die noch nicht mal ein Source Code Repository benutzen. Dort kann man natürlich auch schlecht Continuous Integration anwenden. Aber das ist erstmal die Einstiegshürde, und da brauche ich einen automatisierten Build, ohne dass, also wenn ich jetzt so, also ich, in meinem beruflichen Alltag begegne ich vielen Java-Applikationen, dort ist das eben immer noch eins der Schlüsselthemen, und deswegen gibt es irgendwie alle Jahre wieder ein neues Build-Tool auch. Dann die Einführung von Continuous Integration unterliegt also Kosten- und Nutzen-Aspekten, und daher kann man da auch keine generelle Aussagen treffen, was jetzt eigentlich sinnvoll eingesetzt wird und was nicht, sondern das muss man eigentlich auf der jeweiligen Projektsituation erkennen. Wenn man jetzt ein großes Projekt hat, was eben eine hohe Velocity hat, wo sehr viele große Änderungen reinfließen, kann es vielleicht sinnvoll sein, dass man, und wenn man oft released, dass man wirklich die ganze Continuous Integration Leiter nach oben klettert und entsprechend auch die Kosten sich dann bezahlbar machen bei einem kleinen Projekt, was eben vielleicht nur ein Einmann Thema ist, was nicht so große oder nicht so viele Änderungen hat, langt es vielleicht, dass man sich auf automatisierte Build- und Unit-Test beschränkt. Und der zusätzliche Aufwand, um eben zu Continuous Delivery zu gelangen oder funktionale Tests zu automatisieren, würde sich vielleicht gar nicht bezahlt machen. Dann möchte ich kurz den Jenkins Continuous Integration Server vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass einige schon von euch Erfahrungen haben. Wer hat denn schon mit Jenkins gearbeitet? Okay, das ist ungefähr die Hälfte. Das war in meinem Tutorial auch so. Aber das ist ein tolles Projekt, wie ich finde. Das ist also ein richtiges Community-Open-Source-Projekt. Das sieht man auch daran, wie eben Sun letztendlich von Oracle übernommen wurde. Hat sich eben die Community auf die Hinterbeine gestellt und gegen die Kontrolleinflussnahme von Oracle eben erfolgreich gewehrt. Ein wichtiges Ziel von diesem Projekt ist eben, dass es einfach installierbar und benutzbar ist. Also man braucht eigentlich als Voraussetzung nur eine Java Runtime Environment, wo man muss das Jenkins WAR-File downloaden, und dann kann man den Jenkins Server starten und alle nächsten Schritte, also die ganze Konfiguration und die Installation von Plugins, erfolgt dann eben in der Konfigurationsumgebung, in der Oberfläche von Jenkins schon. Also das ist eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde. Und ja, das sollte natürlich bei jedem Projekt der Fall sein, aber dort legt man eben besonders Wert drauf. Was mir sehr gut gefällt an dem Jenkins ist auch, es hat eben einen kleinen, überschaubaren Kernfunktionalität und bringt zurzeit etwa 300 Plugins mit, indem man dann diese ganze Continuous Integration Installation eben auf das jeweilige Projekt, auf die jeweilige Arbeitssituation anpassen kann. Also so gibt es wahrscheinlich nicht viele Jenkins-Server, die ähnlich oder gleich konfiguriert sind, sondern jeder macht eben nach seinen entsprechenden Anforderungen, schneidet sich da eben die Umgebung zurecht. Und das ist eben auch wichtig, weil die Projekte haben eben die unterschiedlichsten Anforderungen. Und hier mit Continuous Integration möchte man eben die Entwickler optimal unterstützen, also nicht nur mit Power auf dem eigenen Arbeitsplatz, mit einer IDE oder so etwas, sondern eben mit Ressourcen von dem Server. Was sich in dem Projekt sehr gut bewährt hat, in dem ich gerade arbeite, wir haben in jedem Büro, wo die Entwickler sitzen, haben wir so ein Wall-Display aufgebaut. Also wir haben da mehrere, aber das ist jetzt das Wall-Display von unserem Continuous Integration Server. Das sind eben die Beispielprojekte, die ich vorbereitet habe für das entsprechende Tutorial. Ich kann aus meiner Arbeit hier eben keine Beispiele zeigen, aber so sieht es im Prinzip aus. Also kommen noch ein paar Projekte dazu, aber dennoch ist es relativ übersichtlich. Wenn jetzt jemand morgens ins Büro kommt,
dann kann er eigentlich schon sehen, wie es um das ganze Projekt steht, also so von einer Überblickwarte. Wir haben dort also wirklich eine No-Broken-Window-Policy. Also es ist auch wirklich angesagt, wenn jetzt hier eine andere Farbe als grün steht, dann könnte rot oder gelb oder grau, irgendwas ist passiert, und dann gucken die Entwickler eben dort rein, und es wird dann eben mit Priorität an diesen Problemen dann gearbeitet, sodass wir wieder möglichst schnell eine grüne Wand haben bei uns im Büro. Sind soweit schon mal erste Fragen vielleicht, sonst würde ich weitergehen. Leider scheitern heute immer noch viele Testautomationsprojekte, also scheitern in dem Moment, dass sie eben die erhofften Benefits nicht erreichen. Also Testautomation ist ja eins der Projektkategorien, die gerne scheitern, so wie Migrationsprojekte auch gerne scheitern. Ich ein System habe und möchte es durch ein neues ablösen, und am Schluss habe ich zwei Systeme im Betrieb, dann denke ich, ist das Projekt gescheitert. Und so ist es eben auch mit Testautomation, wenn man eben die erwünschten Benefits nicht erreicht, ist es eben auch gescheitert. Und dazu habe ich eben verschiedene Methodiken, die ich vorstellen möchte. Ein wichtiges Vorgehen ist zunächst, dass man Ziele eben setzt. Man kann ein Projekt nicht auf Spur halten, wenn man keine Ziele hat und nicht vergleichen kann, bin ich noch auf Spur oder nicht. Und jetzt sind natürlich diese Ziele auch sehr projektindividuell. Also man kann nicht so wirklich allgemeine Ziele vorgeben. Bei einem agilen Projekt wäre es halt jetzt eins der wichtigsten Kriterien jetzt bei so einer Continuous Integration oder Testautomationsgeschichte. Wie oft möchte ich eigentlich releasen? Wenn ich alle 2 Wochen release, dann kann ich eigentlich kaum noch manuelle Tests durchführen. Wenn ich alle 2 Monate oder 2-mal im Jahr release, dann habe ich noch Möglichkeiten, manuelle Tests zu machen, und entsprechend muss man sich halt aufstellen. Und Go-Live-Decision soll unterstützt werden. Man möchte möglichst schnell Feedback an die Entwickler geben, so diese Unterstützung durch die Server-Ressourcen. Und man möchte auch gerne wissen, wo es denn Lücken gibt in der Testabdeckung. Das wären vielleicht so allgemeine Ziele, die ich jetzt immer wieder beobachtet habe. Aber man muss wirklich, wenn man damit startet, eigene Ziele unbedingt festlegen. Von Gojko Acek, also ist ein bekannter Buchautor und Blogger in der Testautomations- oder Software-Qualitätssicherungsszene. Und der hat eben in einem Blogpost diese Activity-Testing-Pattern vorgestellt, und wie ich meine, ist also wirklich ein Goldstück. Das machen, also würde man hauptsächlich bei einem GUI-Testautomationsprojekt oder Part anwenden. Und das erfordert also ein Top-Down-Vorgehen. Und man geht also zunächst mit der Intention eines Testfalls aus, also würde quasi erstmal dokumentieren, was möchte ich eigentlich testen. In dem Zuge, wenn man eben in 2, 3 Sätzen ausformuliert hat, was eigentlich die Intention meines Testfalls ist, dann kann ich auch schon mal einen entsprechenden Namen vergeben, dass ich mich vielleicht dann in ein paar Wochen oder ein paar Tagen, wenn ich mich wieder mit dem Fall beschäftige, schon am Namen erkennen kann, woran es eigentlich geht. Wenn ich diese Dokumentation dokumentiert habe, dann würde ich eigentlich, also hier wird es als Rohl, diese Spitze der Pyramide eigentlich bezeichnet, und das ist auch relativ stabil und relativ klar verständlich für alle Projektbeteiligten. Im nächsten Schritt würde ich dann hergehen und diese Intention des Tests in einzelne Workflow-Schritte runterbrechen. Und also ich gehe bei solchen Themen immer noch gern mit Zettel und Stift zur Hand, aber man kann es auch vielleicht mit seinem iPad oder was man eben gerne nimmt, um solche kreativen Phasen eben in seinem Tagesablauf zu unterstützen. Man kann es natürlich auch gleich in das Testautomationstool reingeben. Allerdings ist es eben wichtig, dass man auf dieser Workflow-Ebene bleibt. Und wenn man diese Workflow-Schritte eben dann entsprechend dokumentiert hat, dann kann man im nächsten Schritt die Workflow-Schritte durch die Schritte in dem Automationstool automatisieren. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wie das dann etwas konkreter aussehen könnte. Hier auch von dem Gojko Acek die Bestellung von 2 Büchern, dafür bekomme ich dann eben Free Delivery. Und so würde ich eben erstmal oben diesem Rule-Bereich würde ich erstmal meine Testintention ausdrücken, um dann eben im zweiten Schritt
die einzelnen Workflow-Schritte, die es braucht, um diesen Testfall als Workflow zu dokumentieren. Und im dritten Schritt würde ich dann eben mit den entsprechenden Kommandos des Automationstools dann diese Workflow-Schritte automatisieren. Dadurch habe ich eben diese Abstraktionslevel. Ich kann sehr schnell erkennen, was macht der Test eigentlich. Und dann bei der Testausführung kann ich dann eben auch schnell erkennen, wo gibt es eigentlich Probleme. Was eben dort eine tolle Geschichte ist, ist, dass man sich auf die Domainsprache fokussiert. Also man dokumentiert die Testfälle in der Sprache der Anwender und nicht in der Sprache des Automationstools. Diese Abstraktionslevel, die helfen uns auch eben bei der Wiederverwendung. Wenn ich eben die Workflow-Schritte immer wieder benutze, dann oder wenn die wiederkehren, dann kann ich eben, wenn ich die einmal implementiert habe, dann wieder verwenden. Nichtsdestotrotz begegne ich in meiner Arbeit immer wieder Projekten, die bottom-up vorgehen. Also die Leute fangen an, mit den Kommandos des Automationstools Tests zu automatisieren. Und irgendwann werden die Tests eben größer und man hat mehr Tests und man hat keine Wiederverwendung und man ist eigentlich so schon gut aufgestellt, den Testautomationsinfarkt zu sterben. Also ich denke, es liegt im Wesentlichen daran, dass eben Anfänger in der Testautomation dann eben auf das Automationstool fokussiert sind und dann eben diese Befehle im Vordergrund stehen und eben nicht mehr die Domainsprache. Das ist also das größte Problem eigentlich, wenn ich zum Kunden komme und sage, oder der Kunde dann von mir möchte, dass ich die Tests wie refactor, das sind so die wesentlichen Probleme. Weil man eben später, wenn man mal Fakten geschaffen hat, wenn man 100 oder 500 solche Tests hat, da kann man nicht mehr einfach beigehen und die dann mit Wiederverwendung oder mit anderem Refactoring gerade ziehen, sondern das ist extrem aufwendig und schwer machbar, weil die Welt dreht sich weiter. Also die Applikation, die Entwickler, die würden ja trotzdem weiterentwickeln und nicht sagen, okay, wir lassen jetzt mal ein paar Wochen stehen, bis du Test refactored hast. Wenn ihr heute nichts mitnimmt, außer einer Sache, dann bitte diese Geschichte, Emphasizing Scope over Form. Das ist ein Thema, was James Whittaker, Professor James Whittaker, wer kennt ihn? War das eine Wortmeldung? Nee, ich fürchte nicht. Er hat ein neues Buch rausgebracht, How We Tested Google. Ist dieses Jahr rausgekommen. Eins der wenigen guten Bücher über Testen und Testautomation. Und sie haben eben dieses System eingeführt, wenn sie über Testautomation nachdenken. Das ist eben, man spricht dann nicht von Unit-Tests und GUI-Automationstests. Also man guckt nicht auf die Tools oder wie ich etwas automatisiere, sondern man guckt auf das Was. Was möchte ich eigentlich automatisieren? Und da geht man dann eben so vor, also man sagt, ich möchte eine breite Basis, eben in kleinen, granularen Tests, die schnell ausführbar sind, die unter kontrollierten Bedingungen laufen. Und dann habe ich so ein Medium-Layer, ungefähr 20% der Tests sollten dort landen, wo ich dann eben nicht einzelne Methoden, einzelne Klassen teste, sondern so einen kleinen Verbund von Methoden. Business-Logik, also Mock-Testing ist hier anzusiedeln. Und nur wirklich 10% sollten über Large-Tests, also über GUI-Tests, die dann sozusagen in einem Ende-zu-Ende-Szenario funktionieren. Und diese Umgebung kann ich eben nicht kontrollieren. Dort habe ich Datenbanken, dort habe ich kundenähnliche Daten. Dort habe ich dann eben entsprechende Abhängigkeiten zu anderen Systemen, die dann mal nicht da sind, die einen Bug haben und so weiter. Und so habe ich eben, wenn ich sehr viele von diesen Large-Tests habe, habe ich auch sehr viele Tests, die flaky sind. Die sind einmal rot und einmal grün und ich kann dann nicht mehr entscheiden, wenn er rot liefert, habe ich jetzt ein Problem oder habe ich kein Problem. Und deswegen haben wir eben diese Problematik. Wenn wir größere Testsuiten haben, haben wir immer sehr viele von diesen Tests, die flaky sind. Und das möchte man gerne vermeiden. Und das schafft man eben, indem man dann eben sozusagen die sich Richtung weiter unten in dieser Testpyramide bewegt. Ja, wie gesagt, bei Google haben sie so einen Daumenwert rausgegeben für die Projekte. Sie wollen, dass ich 70% über diese Small-Test abdecken, 20% über Medium-Test und 10% über Large-Test. In der Praxis finde ich immer wieder, dass es eben
Unit-Testen hat sich in den letzten Jahren so als Standard herausgegeben, da gibt es keine Diskussion mehr, die werden auch mit relativ guten Abdeckungen gemacht und der Rest wird über Large-Tests gemacht. Und da habe ich eben nicht diese Pyramidenform, sondern habe ich halt so eine Art Wasserkopf oder so etwas. Und wenn man eine größere Applikation hat mit einer größeren Testsuite, dann ist man relativ schnell an den Punkt angelangt, wo man sagt, ich stecke so viel Zeit und so viel Energie in die Wartung von dieser Testsuite und ich habe trotzdem kein aussagekräftiges Ergebnis. Und die einzige Möglichkeit aus dieser Automationsfalle raus ist Emphasizing Scope over Form. Also wenn ihr nur das eine mitnehmen könnt heute, dann wird es das eigentlich sein. Ich denke, wir sind mehr oder weniger zum Ende. Also ich hätte natürlich noch wesentlich mehr Themen, über die ich mit euch sprechen könnte. Also ich bin heute den ganzen Tag noch da. Also wer Interesse hat oder Fragen hat, kann natürlich mich auch gerne untertags noch ansprechen. Ich danke erstmal für den Vortrag. Und gibt es Fragen, Bemerkungen? Hat der Kaffee noch nicht richtig gewirkt? Ich habe noch ein paar Slides, also wenn ihr wollt, können wir noch mal, dann machen wir lieber noch mal, noch mal weitermachen. Ein wichtiges Thema beim Qualitätssichern von Software ist auch die Planung von Testfällen. Und da gibt es ja, ich weiß nicht, ist jemand zertifizierter Qualitätssicherer, ISTQB, Foundation Level oder so etwas? Keiner? Ja, Glück gehabt. Also das ist einfach ein Verfahren, was sich so die letzten 40 Jahre bewährt hat oder was in den 40 Jahren immer wieder genutzt wurde. Also so diese, auch glaube ich, hängt es an dem Wasserfall, dass man so auf diese Dokumentation von Testfällen fokussiert hat, dass man gesagt hat, ja, wir machen erstmal 2 Monate Planung von den Testfällen und dann würden wir versuchen, in 2 Wochen dann diese Planung dann abzuarbeiten. Und es gab halt immer wieder Probleme. Und heute in den moderneren Vorgehen der Softwareentwicklung wird man eigentlich nicht mehr diese Dokumentation vorneweg machen, sondern würde eigentlich beim Testen dokumentieren, was hat man eigentlich gemacht oder was waren die Probleme. Nichtsdestotrotz muss man natürlich analysieren, was möchte ich eigentlich testen. Und da ist auch wieder hier aus dem Buch, habe ich es einfach mal abgeschrieben, sehr einfache Herangehensweise, dass man einfach sagt, ich habe ein Software-System und das hat Attribute. Das System soll vielleicht benutzbar sein oder es soll responsive sein oder was ich halt immer für Attribute an meinem System haben möchte. Und dann zerfällt mein System in einzelne Komponenten. Die dokumentiere ich. Da sage ich, ich habe ein Backend, ich habe eine Datenbank, ich habe ein Frontend. Oder vielleicht ist es ein größeres System, das hat nochmal 25 andere Komponenten. Und dann hat mein System Capabilities. Also zum Beispiel, wenn ich so ein RESTful Backend habe, dann hat es halt diese Create, Read, Update, Delete Capabilities oder es kann eine E-Mail verschicken oder was auch immer ich für Capabilities habe. Und als nächsten Schritt setze ich dann diese Attribute, Komponenten und Capabilities in Verhältnis zueinander. Also hier mal diese 3 Dimensionen aufgemalt und wenn ich diesen mit diesem Input gehe ich dann in eine Risikobewertung. Ich schicke dann eben, oder ich fordere Anforderer unabhängig von Entwicklern dazu auf, dass sie dann eben nach bestimmten Risikokriterien diese Schnittpunkte hier klassifizieren. Faktoren können zum Beispiel sein Fehlerhäufigkeit, Schaden für den Nutzer oder Schaden für die Firma. Wichtig ist dann auch das Ergebnis zu veröffentlichen. Also das ist eine tolle Sache für einen Qualitätssicherer, die Arbeit machen die anderen. Also man muss nur eben diese 3 Faktoren rausfinden und bekommt dann quasi von den einzelnen Stakeholdern im Projekt entsprechend Input. Und mit diesem Input kann man dann eben eine Priorisierung bei der Qualitätssicherung vornehmen. Bei einem kleinen Projekt ist es vielleicht kein Problem, da würde ich alles mit Unit-Tests und mit End-to-End-Tests und so weiter abdecken. Bei einem größeren Problem kann ich nicht alles testen. Software ist so komplex, ich muss mich irgendwo fokussieren und dafür ist mir so eine Methode dann gerade recht, dass ich eben entsprechend meine Aktivitäten im Projekt bei der Qualitätssicherung priorisieren kann.
Das wäre es gewesen von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne ansprechen heute oder auch gerne per E-Mail. Hier auf GitHub habe ich eben die einzelnen Projekte hinterlegt, wo Demos und Tutorials zu diesen einzelnen Schichten für Web-Applikationen dokumentiert sind. Gut, dann danke ich nochmal. Gibt es inzwischen noch Probleme, Fragen? Dann lassen wir uns 5 Minuten zum Seelebaumeln und Saal wechseln. Ja, möchte.